So, da sind wir wieder. Also wieder zurück auf die Karte. Auswählen. Und gucken, was so ansteht. Dafür war ich ja nicht stark genug. Die ändern sich immer. Kupfererz. Mächtige Pistole. Zu schwach für. Heilender Tod. Nicht stark genug. Skizzen-EP. Hol ich mir einfach die mächtige Pistole. So. Auswählen. Und dann gucken wir mal, mit wem wir diesmal zusammenspielen. Oh, sie scheint schon ein bisschen weiter zu sein als wir. Was sind das eigentlich für Level? Egal, los geht's. Das schaffen wir auch zu zweit. Hoffentlich dauert das nicht so lange. Datenbeschaffung. Finde die Landezone. Die Gegend befestigen. Ach so, genau. Ich hoffe, sie macht das. Ich habe nämlich von Bauen nicht so mega die Ahnung. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. So, wir nehmen natürlich unsere neuen Waffen. Revolver, Mini-Uzi und ich glaube, da kann mal schnell was schief gehen. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier dann irgendwas Kampfstärkeres einsetzen. Okay, das M60 ist beinahe im Eimer. Ach genau, wenn die im Eimer sind, kann man die eigentlich ganz gut wiederverwerten. Und zwar alles, was kaputt ist, kaputt, kaputt, kaputt. Wiederverwertung, bestätigen. Wir haben hier immer noch das gleiche Zeug. Wir haben immer noch das gleiche Zeug. Eben hatte ich so ein bisschen gedacht, vielleicht liegt das daran, dass ich einfach nicht genug Zeug habe, das herzustellen. Hier so ein klassischer Impro-Revolver. In Wirklichkeit relativ schwierig, sowas herzustellen. Und bin ich jetzt doch zu einer. Warum sieht er jetzt anders aus? Wie sieht er jetzt aus wie so ein Holzfäller? Egal. Das erste, Landezone finden. Genau. Okay, wenn ich die Stelle vor ihm finde, kriege ich irgendwas dafür. Ah ja, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und da ist noch einer. Und der hat hier Zombies aufgedeckt. Da geht drei Treffer für einen. Ah, und man muss natürlich oft nachladen. Deswegen Revolver dann auch irgendwann nicht mehr als... Was war das denn? Als so praktisch angesehen wurden. Ich meine das hier einfach mit der Mikro-Uzi. 30 Schuss. Okay. Okay, der wird das Ding werfen. Na, könnte ein bisschen mehr Schaden haben. Obwohl so ein... Oh, mein Schild ist weg. Was macht er hier? Obwohl in so einen Fettsack müssten eine Menge 9 mm Kugeln reinpassen. Ja, die Mikro-Uzi kann man sich geben. Uzi sollte eigentlich bekannt sein, wird von vielen Leuten fälschlicherweise Uzi ausgesprochen. Aber das Ding ist ja eine israelische Maschinenpistole und da benutzt man ja die Ossius, aka das hebräische Alphabet. Und das hebräische Alphabet, was ich glücklicherweise lesen kann, benutzt für S-Laute, also für sowas wie Sonne, etwas, einen anderen Buchstaben. Also die haben zwei Zs, also die haben ein weiches Z und dann nochmal ein hartes Z und die Uzi wird halt mit dem weichen Z geschrieben. Also mit Zayin und nicht mit Zadi. Das sind übrigens die Namen der Buchstaben, ich blende hier einfach mal ein. Übrigens, Zadi könnte einigen auch bekannt vorkommen, weil damals in vielen Chaträumen und so weiter sind halt sehr merkwürdige Leute immer hergegangen und haben das Sadi immer als Playboy-Zeichen benutzt. Weiß gar nicht mehr, was macht man eigentlich heutzutage gar nicht mehr bei WhatsApp und so weiter. Da hat man ja die ganzen Smiles. Als wir damals noch keine Smiles haben, haben wir irgendwie immer die ko ganz komische Zeichen aus anderen Sprachen benutzt, um irgendwelche Sachen darzustellen. So, holen wir uns das Ding. Ah ja, weiter geht's mit der Geschichte der Uzi. Das Ganze stammt nämlich von dem Herrn Uzil Gal. Ursprünglich hieß der gute Herr, der war nämlich Deutscher, der dann Deutschland zur Nazizeit verlassen musste. Übrigens, der gute Herr war ursprünglich Deutscher, musste dann Deutschland aber verlassen aus politischen Gründen. Sein ursprünglicher Name war Gotthard Glas. Er hat sich dann allerdings umbenannt, als er nach Israel ausgewandert ist.
Ich brauche eine Pause. Des Weiteren ist die Uzi halt eine aufschießende Maschinenpistole mit reinem Federmasterverschluss. Das bedeutet, es befindet sich einfach hinter dem Verschluss, um die Waffe geschlossen zu halten, ist ein großer Metallblock und eine relativ starke Feder, was bei 9 mm einfach reicht, um so eine Waffe geschlossen zu lassen. Könnte einen Heimaturlaub vertragen. Das Neuartige an der Uzi war allerdings, dass sie einen sogenannten Teleskopverschluss benutzt. Bei alten Maschinenpistolen ist das meistens so geregelt, dass halt dieser Metallblock, den man braucht, damit die Waffe richtig funktioniert und lang genug geschlossen bleibt nach Schussabgabe, hat man einfach ganz viel schweres Metall hinter den Verschluss gepackt und deswegen sind auch viele alte Maschinenpistolen, man guckt sich am besten dazu die MP40 an, die deutsche, das ist nämlich besonders schlimm. Die sind nämlich relativ lang deswegen, weil die meistens relativ lange Verschlüsse hatten, wo sich dann die ganze Masse auf die Länge verteilt. Oder die Maschinenpistolen waren unglaublich dick vom Umfang her. Das sieht man unter anderem ziemlich extrem bei der Grease Gun, die ja doch schon ziemlicher Oschi ist in der Breite. Und Uzi Elgal ist einfach hergegangen und hat sich halt gedacht, wieso will ich das Ganze denn, diese ganze Masse hinter den Verschluss packen? Ah, ein Geschenk. Wenn ich das Ganze auch um den Lauf drumherum packen kann, das bedeutet, der Verschluss der Uzi legt sich zu großen Teilen um den Verschluss drumherum und dadurch kann das Ganze halt sehr viel kompakter gebaut werden. So war die Uzi auch in der Lage, das Magazin im Pistolengriff unterzubringen und nicht das Magazin nochmal vorne einzeln zu haben, obwohl das bei manchen Waffen relativ praktisch ist, weil zum Beispiel bei der MP40 konnte man ja einfach das Magazin packen und das Ganze sozusagen als Frontgriff bzw. Sturmgriff benutzen. Und ich kann hier wirklich hier so einen Mehrtonner zerlegen. Zack, einfach mal einen ganzen Truck zerlegt. So, aber weiter Zombies jagen mit der Uzi. Übrigens war das nicht Gotthard Glas eigene Idee. Je nachdem, wie man das Ganze geschichtlich liest, gab es nämlich eine tschechische Maschinenpistole, und zwar die SA-25. Entschuldigung, Röpster rausgeschnitten. Die SA-25 hatte das vorher, allerdings wurde die SA-25 nicht in sehr großen Stückzahlen hergestellt. Und ist deswegen auch gar nicht bekannt, aber das ist halt die erste Maschinenpistole, die halt diesen Teleskopverschluss, wie man das nennt, eingesetzt hat. Übrigens darf man auch nicht hergehen und den Teleskopverschluss der Uzi mit der Teleskopfeder der MP40 verwechseln, denn viele sagen auch immer, dass die Uzi einfach nur eine kürzere MP40 ist. Aber bei der MP40, das war auch einfach nur Federmasterverschluss, da ist nicht wirklich viel übernommen worden. Viele lesen das halt falsch und sagen halt, dass die Teleskopfeder der MP40, und zwar bei der MP40 steckt der Verschluss im Teleskop drin, also in so einer Teleskopstange, damit die Feder halt nicht verschmutzt, also die, habe ich Verschluss gesagt, also die Feder der MP40 steckt halt in dem Teleskop drin. Und das ist was anderes als der Verschluss der Uzi, wo halt Lauf und Verschluss halt etwas Teleskopartiges bilden. Also eine Teleskopanordnung bilden. Das ist dann später auch übernommen worden, die MAC-10, die ist, nee, Moment, die MAC-10 gab es in dem letzten Spiel, was ich gespielt habe, also in, wie hieß es nochmal? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, Firearm Source, da gab es ja die MAC-10. Die MAC-10 arbeitet ähnlich und später werden das einige Maschinenpistolen auch so übernehmen. Was auch noch an der Uzi bekannt ist, also was man auch noch wissen sollte, ist, dass die Uzi unglaublich billig herzustellen ist. Sie ist zwar dadurch auch mega unsicher, weil sie halt keine vernünftige Sicherung hat. Die einzige sichere Möglichkeit, eine Uzi mit sich rumzuschleppen, ist eigentlich, keine Patrone in der Kammer zu haben und einfach den Verschluss in der vordersten Stellung zu lassen. Dann darf man halt nicht an den... Okay. Ja, okay, das haben die anderen gemacht. Ich bin ja völlig im Erklärmodus. Bam, Headshot. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Alter, heilt ja viel aus. Egal, Uzi. So, jetzt dahin. Im Spiel hier relativ cool. Also der hohe Schaden auf die kurze Entfernung ist echt schon Premium. Ich frage mich nur, warum die vorne so komisch angemalt ist. Achso, genau, zum sicheren Umherschleppen der Uzi. Am besten schleppt man die so rum, dass man einfach keine Kugel in der Kammer hat. Und wenn man dann wirklich einen Gegner sieht und so, oder wenn man wirklich einen Gegner sieht oder man weiß, dass es gleich zum Gefecht kommt, geht man meistens her und
spannt einmal den Verschluss. Das ist natürlich relativ langsam. Das ist natürlich nicht so mega genial. Okay, das ist schon hin. Und deswegen wurde die Uzi auch in den meisten Ländern später auch ausgetauscht gegen sichere Modelle wie die MP5 und so weiter. Wo die MP5 wieder etwas größer ist, aber das haben halt zuschießende Maschinenpistolen, wo immer der Verschluss in der hintersten Stellung ist und die Waffe dann schießt, wenn der Verschluss in die vorderste Stellung rast, sind eigentlich immer sau unsicher. Oh, Wackel. Kommt eine ganze Horde. Ja, das ist das Coole. Man kann einfach reinschießen und trifft einfach irgendwas. Okay, scheint... Ach so, genau, das sind wir diese Fliegenschwärme, wo man nicht reinlaufen darf. Regeneriere ich mich eigentlich? Habe ich eigentlich sowas wie Bloody Screen, dass mir... Ja, okay, das Schild geht automatisch wieder hoch. Gesundheit. Wenn ich nichts mache, geht es auch wieder hoch. Hm? Nee. So, was gäbe es noch zur Uzi zu sagen? Ach so, genau, die Uzi ist durch diesen ständig offen stehenden Verschluss so sehr unsicher, dass man eigentlich auch Folgendes machen kann. Eigentlich kann man auch hergehen. Die Uzi hat übrigens auch noch eine Griffsicherung. Wenn man den Griff nicht richtig greift, dann schießt die auch nicht richtig. Das kann aber teilweise auch dazu führen, dass die Uzi einfach versehentlich nicht mehr schießt. Dass wenn man die beim Dauerfeuer nicht richtig fest in der Hand hat, am Pistolengriff, dass sie dann einfach aufhört zu schießen mittendrin. Und das ist natürlich auch nicht cool. Und deswegen gehen halt die meisten Leute her und kleben die Griffsicherung einfach ab. Man kann nämlich einfach, wie nennt sich das nochmal? Einfach irgendeinen Tesafilm nehmen oder Panzertape oder sowas oder einfach eine stabile Schnur und bindet die einfach um den Pistolengriff, dann denkt die Uzi immer, dass jemand sie fest in der Hand hat und schießt dann eigentlich durchgängig. Wenn man halt diese Griffsicherung abklebt und die Uzi dann spannt, also den Verschluss spannt und dann hergeht und einfach die Uzi mit ein bisschen Schwung in leeren Raum reinwirft und die Uzi dann auf dem Boden aufkommt hart genug, dann kann es sein, dass die Uzi dann automatisch anfängt zu schießen. Weil wenn man die Uzi schussbereit hält und irgendwas härteres stößt dagegen oder die kriegt einen härteren Schlag oder sowas, kann das sein, dass die unabsichtlich einfach anfängt zu schießen. Und genau durch diese Fähigkeit kann man die Uzi als so eine Art Selbstschussgranate benutzen in echt. Das heißt, man klebt einfach die Griffsicherung ab, spannt den Verschluss und wirft sie dann einfach mit Schmackes in den leeren Raum rein. Dann kann es sein, dass die Uzi da rumspringt und einfach mal das ganze Magazin leer feuert. Und unter anderem aus diesen Gründen ist die halt irgendwann nicht mehr eingesetzt worden.